Willkommen zu Station News. Mein Name ist Matthias und ich möchte euch heute die konstante Stromproduktion zeigen mit IC-Steuerung und so weiter und so weiter. Ja, wo fange ich an? Also, ihr baut diese Windturbinenteile. Ich gucke jetzt mal, wo sie sind. Turbinen. Da, Turbinengeneratorteile. So. Sie verbrauchen jetzt eigentlich gar nicht viel. Ich meine 5 Eisen, 4 Gold, 2 Kupfer und halt Lötzinn, ja, also Solder. Das ist halt, also da, die Teile kosten echt nichts. Dann baut ihr euch so wie ich hier 20 von den Teilen auf in einer Reihe oder 10, wie ihr wollt. Da habe ich die Anlage mit 10 stehen. Ja. So viel wie ihr wollt. In einer Reihe. Ich habe hier getestet mit 2 Reihen und so weiter. Das funktioniert nicht so richtig schön. Eine Reihe funktioniert am besten. Ja. Und ja. Wie funktioniert's? Wie funktioniert's? Wie erkläre ich das? Ganz einfach. Also. Hier ist ein Kabel, da geht ein Kabel her. Das ist diese Turbinengeneratoren, Turbinen. Turbinengeneratoren, so sehen sie aus. So stehen sie darin. Die haben hier diesen Stromanschluss. Mit dem gehe ich halt hier geknickt raus und gehe dann hier unter der Frame lang. Da ich hier meine Stromanzeige habe, musste ich natürlich einen Knick drunter hinweg machen. So. Aber die 2 Displays werden nicht benötigt. Ihr braucht einen Gassensor. Das hier muss ich noch rausnehmen, das braucht man nämlich nicht. Ihr braucht einen Gassensor. Ihr braucht hier ein Passivvent und ganz hinten braucht ihr ebenfalls ein Passivvent. Oh, laufen wir mal hier schön lang. Ja. Ich habe hier 3 Passivvents genommen. Es sollte aber auch mit einem nur gehen. So, und dann ein langes Rohr wieder bis nach vorne. Ja, die machen schön Palaver, ne? Ein langes Rohr bis nach vorne. Ganz hier vorne braucht ihr eine Filtereinheit ohne Filter. Das Waste-Rohr verbindet ihr mit dem Active-Vent. Und das Waste-Rohr verbindet ihr mit dem Ausstoß. Und das geht dann hier oben zum Passive-Vent. Das andere geht durch den Boden weg nach hinten zu den 3 Passive-Vents. Wo ich 3 Passivvents habe, ihr könnt auch nur einen haben. Ja, das Ding liefert euch dann Strom. Wie funktioniert's? Machen wir ihn aus. So. Ihr könnt das hier schön verbauen, so dass man es nicht sieht. Jetzt geht die Stromproduktion natürlich auch runter, da ich den ausgemacht habe. Wie funktioniert das System? Über den Schalter könnt ihr das System ein- und ausschalten. Die LCD packt ihr drauf, um euren Strom anzeigen zu können. Den Gassensor, den braucht ihr zwingend. Den Aktivvent braucht ihr auch zwingend. Und die Filtereinheit ebenso und den Schalter auch. So. Ihr seht jetzt schon, er arbeitet nach. Er merkt also, der Druck ist zu klein oder für ihn zu klein, deswegen zieht er Luft an und pumpt es da rein. Ja, immer wenn er also unter 100 ist, pumpt er was rein. Jetzt schwankt die Luft natürlich, das, weil wir ihn ausgemacht haben hier. Dann schwankt die Luft hin und her und so weiter und so weiter. Und deswegen produzieren wir jetzt noch ein bisschen Strom und haben hier Pressure-Schwankungen. So, wenn ich den jetzt aber wieder anmache.
Dann haben wir unsere konstante Stromproduktion und der Druck, der wird auch konstant haltbar sein. Ja. Und das läuft dann die ganze Zeit. Und ihr habt halt 2000, also wenn ihr so viele baut wie ich, habt ihr 2250 Watt. Permanent, Tag, Nacht, egal wann. Ja, das Fenster war vorhin schon angeschlagen. Das weiß ich. Das können wir jetzt mal reparieren. So, es nimmt jetzt auch keinen Schaden mehr an. Ja. Und die Anlage läuft und läuft und läuft. Permanente Stromproduktion. Hier ist das ganze System mit 10 Turbinen aufgebaut. Ich habe hier auch mal andere Fenster, diese refurbished genommen, da die mehr Druck aushalten. Ich habe auch mehr Druck draufgepackt. Ihr könnt Druck reinpacken, wie ihr wollt. Das hat keine Bewandtnis. 100 mPa sollten sein. Oder ja, müssen sogar sein, damit die Anlage am besten läuft. Jeder Generator liefert 90 Watt. Ja, weil wir jetzt 10 Stück haben. 1, 2, 3. Oh, wir haben hier nur 6, entschuldigt bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tatsächlich. Nur 6, deswegen haben wir auch nur 450 Watt. Sonst hätten wir 900 Watt. Jo. Das Ganze wird dann halt über ein IC gesteuert. Quelltext lege ich euch mit in der Videobeschreibung und viel Spaß beim Nachbauen. Euer Matthias. Bleibt gesund.